Diese Zusammenfassung wird Ihnen präsentiert von unserem Premium-Partner Spezialist Kfz-Gutachter. Spezialist Kfz-Gutachter hilft Ihnen, wenn es mal kracht. Schnell und auf Wunsch vor Ort. 11. Spieltag, Türk-Kelzerbach trifft auswärts auf Türk-Hattersheim. Das erste Mal, dass beide Mannschaften gegeneinander spielen. Unsere Jungs bislang mit einer souveränen Saison, während Türk-Hattersheim einen eher holprigeren Start in die Saison hatte. Der erste Angriff im Spiel gehört den Gastgebern. Ein langer Ball nach vorne, unsere Jungs schaffen es nicht, diesen Ball zu klären. Und Türk-Hattersheim ist in unserem 16er drinne. Und in der zweiten Spielminute zappelt der Ball direkt im Netz. Emin Baştar macht hier das Tor und lässt seine Mannschaft früh jubeln. 1:0 lautet der Spielstand so früh in der Partie. Nach ein, zwei Aktionen von Türk kam die erste gefährliche Ecke im Spiel. Welit bringt die Flanke rein. Mo macht den Ball aus der Drehung rein. Der neue Spielstand lautet in der 11. Spielminute 1:1. Tolle Flanke von Welit an den zweiten Pfosten. Die Hattersheimer behindern sich dann selbst im 16er, weshalb Mo die Chance hat, den Ball im Tor unterzubringen und Türk-Kelzerbach seinen ersten Treffer des Tages zu machen. Es gab einige sehr gefährliche Angriffe in diesem Spiel, wo der Schiedsrichter mehrmals auf Abseits entschieden hat, was kein Abseits war. Aber auf diese Szenen kommen wir später zurück. Hier in diesem Angriff spielt Fabian den Ball quer. Vitali steht vor dem Tor, doch schießt den Ball leider nur ins Scheunentor. Hier hätte Türk definitiv das 2:1 machen müssen. Und dann im Abschluss danach, Adil spielt einen katastrophalen Fehlpass in der Defensive. Nadir Kadi nutzt diesen Fehler aus und belohnt Türk-Hattersheim mit dem nächsten Treffer. 30. Spielminute, die Gastgeber führen in dieser Partie wieder mit 2:1. Türk-Kelzerbach hätte in der Szene davor das 2:1 machen müssen, allerdings machen es die Gastgeber und belohnen sich mit dem nächsten Treffer. Türk lässt sich davon aber nicht beirren und kommt weiterhin zu ihren Angriffen. Hier ein Schuss von unserem Spieler Ahmed aus der zweiten Reihe, der knapp am Tor vorbeigeht. Dann der nächste Angriff über die rechte Seite. Ahmed legt ab auf Vitali. Die Flanke an den zweiten Pfosten, Mirza steht goldrichtig und macht den Kopfball ins Tor. 36. Spielminute, Türk-Kelzerbach findet nochmal den Anstoß. Gut herausgespielt von unseren Jungs über die rechte Seite. Welit, Ahmed und Vitali machen das toll dort. Die Flanke ist dann noch besser und Mirza vollendet dann mit seinem Kopfballtor. Kurz vor der Halbzeit dann nochmal eine Ecke für Türk. Welit bringt die Flanke rein. Türk-Hattersheim schafft es wieder nicht, den Ball zu klären. Und Vitali macht den Abstauber rein. 44. Spielminute. Türk-Kelzerbach dreht vor der Halbzeit die Partie. Neuer Spielstand 2:3. Letzter Angriff in der ersten Halbzeit. Ein Freistoß für Türk-Hattersheim. Die Flanke in die Mitte. Der Kopfball ist ungefährlich. Und dann pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab. Türk-Kelzerbach geht mit einer 2:3 Führung in die Pause. Durch tolles Passspiel von Welit und Vitali hat Kelzerbach den ersten Angriff. Allerdings ist Adil sein Pass in die Mitte zu Mirza kein Problem für die Abwehr von Hattersheim, welche den Ball direkt klären kann. Der Unparteiische hatte bis auf die falschen Abseitspositionen eigentlich eine wirklich sehr gute Partie geleitet. Eine dieser Abseitsszenen wollten wir aber auch zeigen. Ahmed mit dem Heber über die Abwehr, Mirza liegt quer, Vitali macht den Treffer, doch der Schiedsrichter entscheidet wieder auf Abseits, obwohl eigentlich klar zu sehen ist, dass Mirza und Vitali auf derselben Höhe stehen. Türk lässt sich davon aber nicht beirren und spielt trotzdem weiterhin ihren Fußball. Vitali spielt den Ball auf Fabian. Fabian mit Mirza im Doppelpass im 16er drinne macht unsere Nummer 9 das 2:4. 56. Spielminute. Fabian Pfeiffer belohnt sich mit seinem ersten Treffer am heutigen Tag. Toll gespielt von unseren Jungs. Super Doppelpass, Mirza steckt durch und Fabian macht es im 16er dann noch besser. Es dauert 13 Minuten, bis der nächste gefährliche Angriff von beiden Mannschaften kommt. Kılıç mit einem tollen Pass über die Abwehr. Mirza ist durch und macht in der 69. Spielminute seinen Doppelpack. Die Defensive von Hattersheim stand in diesem Spiel sehr hoch die ganze Zeit und hat oft auf Abseits spekuliert, durch das Reklamieren auch oft zugesprochen bekommen. In dieser Szene allerdings nicht. Endlich hat der Schiedsrichter erstmal laufen lassen und Mirza zögert dann natürlich nicht lange und macht seine Tore. Ähnliches Bild wie gerade eben, der Pass hinter die Abwehr. Dieses Mal kommt der Kapitän von den Hattersheimern aber früher an den Ball
macht allerdings auch fast das Eigentor. Der abgefälschte Ball geht nur ganz knapp am Tor vorbei. Die darauffolgende Ecke, unser zweiter Innenverteidiger Jakob wollte auch seinen Treffer am heutigen Tag. Sein Schuss geht hier, aber leider nur über die Latte. Eine gefährliche Aktion hatte Hattersheim in der zweiten Halbzeit. Die direkte Ecke klärt Faruk zunächst. Im zweiten Versuch kommt der Ball nicht aufs Tor und im dritten kann unser Kapitän Faruk den Schuss aus kurzer Distanz sehr stark halten und das dritte Tor für Hattersheim verhindern. Letzte sehenswerte Szene im Spiel, Kelzerbach ist vor dem Tor. Mirza nimmt den Ball an und haut ihn mit seinem schwachen Fuß oben in den Winkel rein. Wunderschönes Tor von Mirza. In der 86. Minute schnürt unsere Nummer 11 seinen Hattrick und steht nun bei 16 Toren in 10 Spielen. Danach ist in diesem Spiel nicht mehr viel passiert. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Türk Kelzerbach gewinnt gegen Türk Hattersheim mit 2:6 und holt sich auswärts verdient die 3 Punkte. Wir danken allen Zuschauern für ihre Unterstützung bei diesem Spiel und wünschen unseren Gastgebern und Freunden weiterhin viel Erfolg in den kommenden Spielen. Für unsere Jungs geht es nächsten Sonntag weiter. Im Sportpark treffen wir auf die zweite Mannschaft von SV Zeilsheim. Diese Zusammenfassung wurde Ihnen gesponsert von Spezialist Kfz-Gutachter. Spezialist Kfz-Gutachter hilft Ihnen, wenn es mal kracht. Schnell und auf Wunsch vor Ort.